Hallo. Ja, konsumieren wir gemeinsam was? Also besser gesagt, ich konsumiere was und ihr schaut mir dabei zu. Krass, oder? Hui. Also, zwar heute was zum Trinken. Steht ja eh oben und ihr habt es eh schon gesehen. Aber ich ging da in einen Supermarkt und da war dann ein Sonnenangebot und ich dachte mir, mal gucken und da kenne ich kein. Oh, was ist das denn? Habe ich das schon mal getrunken? Ich glaube nicht. Dann probieren wir es. Und zwar das hier. Yippie. Ja, Monster Energy gibt es ja schon eine Weile. Zero Sugar, immer gut. Das ist die Sorte Lewis Hamilton. Hui. Also, Monster hat ja seit ewig und ewig und vielen Jahren ein Deal mit dem Doktor, mit dem Valentino Rossi, wie wir ja wissen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das schmeckt, aber ich glaube, es war gut. Aber jetzt jedenfalls gibt es die Lewis Hamilton-Sorte aktuell. Wie man sieht, Nummer 44. Warum steht da eigentlich 7 drauf? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. 44 ist seine Startnummer. Was heißt die 7? Ja, wahrscheinlich 7 Titel, nehme ich mal einfach an. Sein Helmdesign und eine Batterie. Noch Mercedes, will man ja wissen, nicht mehr lang, aber diese Soße entstand definitiv vorher. Also, Monster Energy, Zero Sugar, Lewis Hamilton. Wir wollen jeden Tag unser Bestes geben, dafür brauchen wir die richtige Inspiration. Jedes Mal, wenn ich mich auf die Meisterschaftssaison vorbereite, weiß ich, wie wichtig das ist. Mit dieser Mission im Hinterkopf habe ich zusammen mit Monster diese limitierte Dose entwickelt. Die ist limitiert. Ganz wichtig. Mit dem erfrischenden Geschmack von Steinfrüchten. Aha. Enthält unser Energy Drink all die veganen Zutaten, die du brauchst, um deine nächste Fahrt zu turbochargen, Anführungszeichen. Verpackt in ein Custom-Made Design, wow, welches ich zusammen mit Mad Dog Jones kreiert habe, bereitet dich dieser köstliche Mix auf alles vor. Also dieses fantastische Design ist mal super spektakulär. Also der Mad Dog Jones hat es total drauf, glaube ich. Aha, das ist also vegan zum einen. Und was sind Steinfrüchte? Ich habe echt keine Ahnung, was Steinfrüchte sind. Also, Monster Energy, Lewis Hamilton, Zero Sugar. Energy Drink. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Taurin, L-Carniten und B-Vitaminen. L-Carnitin. Mit Süßungsmitteln. Zutaten: Wasser, Kohlensäure, Säurungsmittel, Zitronensäure, Taurin, 0,4 Säuregulator, Natriumcitrate, Maltodextrin, Aromen, Konservierungsstoffe, Kaliumsorbat, Natriumbenzoat. Süßungsmittel, Sucralose, Acesulfam K, Koffein, 0,03%, Stabilisatoren, Gummi, Arabicum, Glycerinester aus Wurzelharz, Vitaminmischung, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Vitamin B12, pflanzliche Öle, Kokosnuss und Rapssamen, aha, sind das vielleicht die Steinfrüchte, L-Carnitin, L-Tartrat, 0,004%, Salz, Inosit und Farbstoff, E160E. Aha. 3 Kalorien auf 100 Milliliter, gut, die Dose ist wie so üblich bei Monster eine halbe und der Preis war günstig, weil Angebot. Also, gucken wir mal, wie es ausschaut und wie es dann auch schmeckt. Wo ist mein Glas? Moment. Brauche natürlich das Glas. Also, schön kalt, weil aus Kühlschrank, richtig kalt. Da hat es gleich schon mal ein bisschen gerochen. Also ganz spontan, ich gesagt, es riecht ein bisschen nach Mirabelle Pflaume. Keine Ahnung. Heißt Steinfrüchte irgendwelche mit Kern drin? Kann das sein? Ich weiß es ehrlich nicht. Das hätte ich nachgucken können vorher, aber wie so oft, dann wüsste ich ja was. Dann ist ja langweilig. Also Farbe. Okay. Urinprobenfarbe, wie so oft. Ja, kräftige Urinprobe, gut. Habe ich jetzt eigenhändig, letztes Mal ausprobiert, kann ich vergleichen, ja. Farbe, okay. Gut. Ja, sprudelt ein bisschen, ist halt monstrig. Dann probieren wir es. Ab. Prost. Alain. Ich hätte Alain sagen sollen, es wäre noch ein viel besserer Gag gewesen. Wahnsinn. Ach Gott, bin ich originell heute wieder. Und das Licht spielt auch mit, je nachdem, was mein iPad gerade macht. Fantastisch. Ich finde das immer so sexy. Also schmeckt auf jeden Fall nicht wie ein typischer Kaugummi Energy Drink.
Mangels besserer Approximation, Annäherung, muss ich sagen, dieser Mirabellen-Touch, den bilde ich mir ein, hier rauszuschmecken. Also es schmeckt tatsächlich erfrischend und anders. Nicht eben, finde ich gut. Süß, aber nicht erschlagend süß. Ja, find's nicht schlecht. Da hat der Louis sich aber eine durchaus bekömmliche Mischung zurecht mixen lassen. Muss ich ehrlich sagen, ich finde die nicht schlecht. Ich finde das tatsächlich appetitlich und gelungen. Und muss sagen, die Dose sieht langweilig aus. Das Getränk ist jetzt auch nicht eine Geschmacksexplosion, will ich es jetzt auch nicht nennen. Aber es ist echt ordentlich besser und eigentlich leckerer, wie zumindest mal leckerer wie die Standardvariante der Brausebuben, die im Kreis um ihn rumfahren. Ja. Also, jawohl. Gehört dazu. Das ist also die Lewis Hamilton Dose, die, wenn es die noch gibt, ich vermute, also ich weiß auch nicht, seit wann es die schon gibt. Im Moment gibt es hier irgendwo ein Haltbarkeits. Oh fuck, das war vielleicht nicht so ideal jetzt. Schauen wir mal. Kann ich das lesen in der Spiegelung? Oh, bis 9,25. Also die kann noch nicht so alt sein. Ich habe auch keine Werbung mitbekommen, dass es die gibt. Also sie gibt's, sie gab's, sie gibt es wahrscheinlich immer noch momentan. Und ich finde sie persönlich schmackhaft. Gut. Und rülpsfördernd. Damit die Atem- und Speiseröhrenwege auch was zu tun haben. Sehr gut. Ja. Ist gut. Mir hat es geschmeckt. Ihr habt es gesehen und ich habe es getrunken. Und damit bis nächstes Mal. Tschüss.